Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, euer Laser, und heute machen wir mit dem Tagebuch weiter. Und zwar geht das hier jetzt an die Lenkung ran. So. Und da müssen wir selber wieder knipsen. Aber bevor wir hier loslegen, hier, das sind diese tollen Kugellager aus Kupfer. Die werde ich ersetzen durch Kugellager, die ich so übrig habe. Und ich hoffe mal, dass das passt. Das schauen wir jetzt uns mal kurz an. Okay. Das passt, aber die passen nicht. Und zwar sind die minimal, wirklich minimal zu groß. Schade. Ich habe wirklich gedacht, die passen. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe hier noch zwei. Jetzt gucken wir mal. Ah, die passen. Klasse. Super. Das ist natürlich genial, weil wichtig ist natürlich da, wo die Räder sind, dass da Kugellager sind. Und wenn da nämlich keine sind, dann gibt es da nämlich echt viel Reibung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist rechts. Was? Achso, okay. Der ist falsch. Mist. Juhu. Den muss ich da wieder rausholen. So. Das heißt, die beiden Kugellager kann ich schon mal reinsetzen. Das ist right. Und das ist links, das heißt, die zeigen mir den Aufbau für links. Ach du Scheiße, da müssen zwei Kugellager rein. Ah, ich habe aber nur zwei so. Mist, dann müssen wir so ein Kupfer und ein Kugellager nehmen. Ja, geht ja nicht anders. Dann muss ich das später austauschen gegen Kugellager. Jetzt muss hier hinten ein Ring rein. Der Kiosche Sandmaster hat Kugellager, so viel ich weiß, ja. Genau. Na komm jetzt schon hier. Mach doch keine Faxen. Ja, ich hasse diese Ohrringe. Mit denen werde ich mich nie anfreunden. So. Das soll da durch. So. Subsadaps. Jetzt soll hier irgendwo eine kleine Tüte sein. Hier sind die. Mit so Stangen und diesen Plastikdingern. Alter, wie kann man hier nur Plastik nehmen, ey? Naja, klärt den günstigen Preis, ne? Ist einfach so. Ja, aber das ist doch bescheuert, ey. Das fällt mir doch sofort wieder raus. So, jetzt machen wir hier Trick 17. Ich werde jetzt hier so lange ein Stück Schlauch reinlegen. Oh, ihr könnt überhaupt nichts sehen, ne? Das Tagebuch ist echt Miniatur. Wir haben das jetzt so gemacht, ich habe jetzt hier das durchgesetzt. Hier ist diese kleine Stange drin, die jetzt gerade wieder rausgefallen ist. Die kleine Stange, die da durchkommt. So. Und jetzt werden wir hier Schlauch übersetzen, dass uns dieses Plastik nicht immer wieder abfällt und wir die Stange dann nicht verlieren. Mann, Mann, Mann. So, dafür nehmen wir einfach hier den alten Schlauch von damals. Mäßig aus. Zack, so lang. Abschneiden. Okay, das ist zu viel. So. Dann setzen wir den Schlauch da drüber. Pressen ihn ein bisschen runter. Okay, das war viel zu viel. Gibt's doch nicht. So. Mal nächstes Mal schneiden wir den einfach kürzer. Und dann nehmen wir die Mutter und drehen die schon mal drauf. So. Vorteil ist jetzt halt durch den... Vorteil durch den Gummischlauch, dieses Schwarze löst sich nicht. Wenn das Schwarze nämlich abkommt, fällt diese kleine Stange, die da drin ist, raus. Ja? So, und so ist das jetzt schon mal sicher. Blöd, dass wir nur ein Kugellager haben. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich eine Box hier nehme. Dann nehme ich den kleinen Schneider hier. Zack. Und knipsen die hier raus. Und weg. Das ist rechts, das ist links. Wir sollen ja links zuerst machen. Achso, genau so rum. Und, ach so, das auch noch.
Ist ja krass. Ist ja krass. Wie ultra nervig. Jetzt weiß ich auch, wofür diese ganz kleinen Stangen sind. Oh, Leute, ey, das ist. Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich da kein Tagebuch drüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja mal total nervig. Sind das jetzt die richtigen Stangen? Ich weiß es nicht. Aber es sollen viermal die gleichen sein. Wir gucken mal. Und eine noch. Boah. Nefisch. Ja, sind viermal die gleichen. Okay. Jetzt soll hier oben die Stange durch. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Wirklich, ohne Witz. Und dann wollen die wirklich, dass ich da jedes Mal diese kleinen Ringe da befestige. Oh. Das ist der Wagen der Hölle, ey. Was habe ich verbrochen, dass ich so bestraft werde? Krasse Nummer, ey. Habe ich ja noch nie gesehen so. Hier wird mehr geknipst als geschraubt. Ernsthaft. So. Dran. Das schaut so winzig aus, ey. Mein Daumen ist breiter als das ganze Ding, ey. Uiuiui. So, und dann soll das hier links. Achso, da haben wir auch noch dran. Die können auch weg. Zack. Und zack. Und tschüss. Da sollen die jetzt dran und dann mit der Stange. Okay. Ja, super. Das entwickelt sich ja hier langsam richtig zu einem Fahrzeug. Aber ein 1-10er, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich werde mir nie wieder ein 1-10er holen. Die Dinger sind einfach zu winzig. Verliere ich hier fast diese kleinen Dinger. Wobei ich sagen muss, dass mich so ein Elektroauto, also man hört ja und man sieht ja auch immer viel. Und dann schreiben mich auch genug Leute an und sagen dann, oh, Laser, heute mit Brushless gefetzt und das war so hammergeil und hat Spaß gemacht und habt ihr nicht gesehen? Glaube ich euch. Ne? Und wenn ich dann mit meinem Benziner da gefahren bin und ich irgendein Problem hatte mit dem Motor oder sonstiges, dann kam auch immer so Schreiben wie, ja, heute war ich auch draußen, aber mit meinem Elektro und hatte zum Glück nicht das Problem. Ja, natürlich nicht, ne, beim Elektro, also mit dem Motor jetzt, ne? Glaube ich, ne? Mag auch alles gut sein oder schön sein. Will ich auch nicht schlecht reden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt müssen wir das nämlich spiegelverkehrt sehen. So. Aber Elektro ist nicht meine Welt. Denke ich mal. Ne? Ich hatte den Madfighter. Ich könnte sogar fast behaupten, Madfighter war das einzige Elektroauto, was ich besaß. Das könnte jetzt schon wieder ein bisschen dämlich klingen, weil man Madfighter ja nicht mit Elektro vergleichen kann. Aber. Es ist so. Ja. So, jetzt brauchen wir hier so viel Schlauch. Nicht zu viel, bitte. Schlauch da drüber. Na komm schon. So, Mutter drauf. Und schon kann uns das Plastik nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Applaus, Applaus. So. Und das Ganze müssen wir jetzt spiegelverkehrt sehen. Also so rum. Richtig. So, Schlauch kann weg. Hoffentlich habe ich nie wieder was verpasst, ey. Oder was vergessen. Ich werde durchdrehen. Diese kleinen Kellerringe, die hier sind, ey. Ah, schrecklich. Okay, Leute, es ist passiert. Ich habe meinen Ring verloren. Das war Ring Nummer 1, der weg ist. Vielleicht habe ich Glück und ich finde ihn nachher wieder. Aber so wie es aussieht, ist er weg. Weil auf dem Teppich, den ich habe, ich weiß nicht, ob ihr mein Halloween-Spezial gesehen habt. Da habt ihr ja den Teppich gesehen. Der ist unter mir. Oh mein Gott. Und wenn da was drin landet, das verschlingt er. Der gibt das nicht wieder. Ich habe ihn schon ganz oft lieb und nett gefragt, ob er mir das wiedergibt. Nein, keine Chance.
Das behält der Firma und ewig. Und jetzt ist die erste Scheibe weg. Ich muss mal kurz gucken, ob ich sie wiederfinde. Ich bin gleich wieder da. Bleibt verschwunden. Habe ich nicht wiedergefunden. Das ist ein bisschen blöde. Weil ich denke, dass wir die nachher noch brauchen werden. Und jetzt fehlt mir hier einer von denen. Also so einen kleinen hier habe ich gerade verloren. Und ja. Mal gucken, vielleicht habe ich ja noch irgendwo so einen rumliegen. Und dann müssen wir halt den nehmen. So, den haben wir auch fertig. Achso, jetzt habe ich gerade gesehen. Das können wir auch noch später machen, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt müssen wir den hier befestigen. Wie kann man auch so viel... Achso, jetzt könnt ihr gar nichts sehen, ne? Oh Mann. Wie kann man auch so viel an so ein Auto mit so vielen Clipringen machen, ey? Das ist ja echt grauenhaft, ey. Hier oben, dies, das, die Querlenker und das habt ihr nicht gesehen, ey. Irgendwann kriegt man ja richtig die Krise, ne? So, ich muss mal ein bisschen rauszoomen, weil jetzt wird es hier ein bisschen größer. So. Und jetzt müssen wir hier einmal und hier einmal. Und zwar viermal der gleiche. Da sind keine Angaben, ob lang oder kurz. Daher denke ich mal, dass es einfach viermal der gleiche ist. Die sollen jetzt hier oben einer rein. Und zwar außen. Und hier einer rein. Dann machen wir das mal. Ja, klasse. Damit hat sich einer schon verabschiedet. Ja, ja, deswegen hasse ich Imbus. Weil das geht so schnell, dass die durchdrehen. Das ist Hammer. Das geht so flott. Besonders wenn man noch billige Imbus hat. Dann geht das so schnell, dass... So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Ey. Zack, ist das Gewinde durch. Aber hier geht das jetzt gerade noch. Ich glaube, das Auto werde ich auch nur einmal zusammenbauen und dann, ich denke, nie wieder auseinandernehmen. So, das haben wir auch dran. Damit sind wir jetzt schon mal fertig. Puh, happy. Ähnelt ja schon langsam mein Auto, muss ich sagen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Wir können die nächste Seite beginnen. Wow. Achso. Okay, jetzt sollen wir hier diese Stangen machen. Ah, und dann kommen die hier ran. Einmal die und für die Lenkung. Okay, okay. Na, dann machen wir das mal. Das ist ja kein Problem. Wir haben hier die vier Stangen. Und hier haben wir dazu die passenden Köpfe. Oh, das, ich liebe das ja. Oh ja, geil. Das ist Arbeit für mich, ey. Da kriege ich richtig, da fängt Spaß richtig an. Was sage ich euch? Ich spule das mal hier vor, ey, weil das wollte ich euch nicht antun, ey. Ja, Leute, da bin ich wieder. Amtsmann versucht mit diesem Auto euch psychisch zu zerstören. Ihr seid stärker. Das müsst ihr euch einfach nur sagen. Ihr glaubt gar nicht, mit was für Mitteln ich gerade diese Stangen zusammengebaut habe. Alter Schwede, ey. Was denken die sich dabei? Krasse Nummer, ey. Ihr müsst komplett das Gewinde, wirklich, hier ist ja das Schraubengewinde auf beiden Seiten. Ihr müsst das wirklich komplett reinmachen. Ansonsten wird das hier nichts. Und das ist kein Witz, ne? Weil ihr müsst jetzt die hier dran machen. Und wenn die zu kurz sind, ne, dann geht der Radlauf schief. Ne? Und genauso ist es mit den Lenkstangen. Ne? Und dann müsst ihr auch noch gucken, wenn ihr die fertig gemacht habt, welche leicht sind und welche nicht, weil da gibt es auch noch unterschiedliche Dinger bei. Also das Ding ist wirklich... Oh! So, und jetzt sollen die hier rein. Alter, die kriegen wir doch nie wieder ab, ey.
Alter Schwede. So, ich zeige euch das gleich mal. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig hier. Meine Fresse. Boah. Boah. Jungs, ey, übertreibt halt. Bei mir sieht das jetzt so aus. Von der gerade her, ich denke, die sind komplett gerade. Also ich habe die wirklich schon so immer gedreht und geguckt. Ihr müsst da echt aufpassen, weil wenn das Ding nachher schief ist, oh, die Stange wieder. Oh, nee. Ich rede schon gar nicht mehr weiter. Ich will euch keine Angst machen. So, wir machen jetzt die Lenkung hier noch. Achso, ja. Ha, mit der Hand drehen. Richtig. Alter, Jungs. Oh, Leute, ey. Krass, Alter, wie die übertreiben. Ihr braucht wirklich Zangen dafür. Ihr kriegt das nicht mit der Hand gedreht. Das könnt ihr vergessen. Also, ihr habt so Steinhände, ey. Dann raspelt ihr euch die zurecht. Alter Schwede. Meine Fresse, war das anstrengend. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir bleiben stark. Aber dieses Auto wirklich, also das Auto ist echt heftig, ey. Das verlangt euch alles ab. Das, echt. Krass. Ich habe fast 10 Minuten gebraucht jetzt für die blöden Stangen. So, das ist gerade. Nee. Die Räder gehen so, also nach innen. Das ist aber in Ordnung, weil das minimal nur ist und durch die Fahrt drücken sie sich eh nach außen. Das heißt, die Lenkung ist auf jeden Fall so in Ordnung. Ja, puh, wir haben es geschafft. Halleluja. Halleluja. Weiter geht's mit dem tollen Auto. Wofür sind diese Dinger? Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt diese Stangen hier gemacht. Puh, krass, ey, diese Stangen waren heftig. Also diese Stangen haben mich echt fertig gemacht. Ist kein Witz jetzt. Ey, ich übertreibe nicht, aber diese Stangen heftig. So, jetzt wollen die, dass wir das Ding hier dran machen. So. Jetzt war das da so randrücken. Und drücken wir jetzt mal da ran. Ach, guck mal hier, Leute. Natürlich Buggy-Version. Seht ihr das? Der Knubbel hier ist für die Buggy-Version. Denke ich mal. Keine Ahnung. So. Und hier wollen die... Okay. Das machen wir mal vorher. Hier wollen sie jetzt... Hier ist richtig. Der ist hinten, der ist vorne. Wir können die hier ran machen. Oder hier. Ja, natürlich da oben. Wird in der Zeichnung natürlich nicht gezeigt. Okay, wir brauchen dies und dies. Und Schrauben. Schrauben, wir brauchen Schrauben. Wir brauchen Schrauben. Und zwar brauchen wir mal wieder die 10er. Und die 22er und die 12er. So, wir holen jetzt mal alle Schrauben her, die wir hier noch haben. Und gucken mal, ob die richtig sind. So. Und wir brauchen Muttern. Nee. Wir brauchen andere. Ach so, wir brauchen diese Muttern. Leute, sind die aus Plastik? Ernsthaft? Tatsächlich, die sind aus Plastik. Das sind die Stoßdämpferhalter. OMG, ey. Das wird nicht lange halten. Wir brauchen nur die. Und keine Muttern. Okay. Und zwar brauchen wir jetzt 12er. Nehmen wir jetzt unser Ding hier. Wir brauchen einmal 22er, glaube ich, waren das. Das sind diese hier. Zwei Stück, glaube ich. Ja. Jetzt brauchen wir 12er. Das sind 15er. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen 10er. Das sind die 12er. Und die 10er, das sind diese hier.
Da brauchen wir noch eine. So, den Rest brauchen wir nicht. Wie gesagt, immer ausmessen. So, die 22er wollen Sie. Die 22er wollen Sie mittig und dann auf dieses Plastikgewinde. Das ist ja echt. Also, das ist aber wirklich lächerlich. Also, es ist aus Plastik, ey. Das ist, finde ich echt frech jetzt, ey. Als ob das lange halten würde, ey. Das kann ich ja schon an 5 Lippen ablesen, dass das nicht lange halten würde, ey. Also, sowas finde ich Quatsch. Wirklich. Das ist schon nicht mehr. Das ist schon echt Blödsinn, ey. Da hat auch einer geschrieben, dass die Ansmann-Produkte immer schlechter werden. Nee. Die werden nicht immer schlechter. Die waren noch nie gut. Was heißt, die waren noch nicht gut? Ansmann ist. Ich sag mal so. Gleich. Weil jetzt sehe ich gerade von den Zehnern, brauchen wir 4 Schrauben. So. Ansmann, in dem Sinne, man kann das eigentlich gar nicht so sagen oder so aussprechen, wie Ansmann drauf ist, weil man muss das anders sehen, Leute. Wir bauen oder ich baue ja die Autos zusammen und dann sieht man erst die ganzen Probleme. Ne? Wenn man sich so ein Auto als Kit fertig kauft, dann hat man diese Probleme nicht, die ich habe. Ne? Und deswegen kann man sich so auch äußern. Und ich sage jetzt halt eben so in dem Sinne, dass das echt schlecht ist, ne? Was ich jetzt hier erlebe. So. Also das ist wirklich echt schlecht. Also das ist grottig. Hier sind so viele Plastikteile. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Wagen richtig halten tut. Und jetzt würden viele sagen, hey Laser, du hast doch nur, ne, 30, 40 € bezahlt. Mecker doch nicht. Na, natürlich nicht. Ne? Aber. Oh, krass. Jetzt hat er sich hier. Hat er sich jetzt hier losgedreht? Ja. Ach, das Plastikgewinde hält das nicht. Alter. Krass. Moment. Ja, Plastik halt, ne? Und jetzt sollen wir die Zehner zum Festschrauben benutzen. Und zwar hier an dem Bau. Dann machen wir das mal. Ja, das ist, weiß ich nicht, also das bei dem Auto sehe ich das nicht so hart, ne? Aber was mich schon bei dem Virus immer aufgeregt hat, ist dieses Unsaubere, ne? Auch wenn man das als Kit hat, ey, man kann sich doch echt mal ein bisschen Mühe geben, ey. Das trotzdem noch mal ein bisschen besser anbieten, ey. Muss ja nicht sein, ey, dass man hier so viel Stress hat mit so einem Auto. Denke ich mal. So, ich habe nur noch 8 Minuten. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Brauche ich eine Verlängerung. Oh, hätte ich den Akkuschrauber nicht. Ich würde mich umbringen. Ist ja abartig, ey. So, der ist auch fest, also einen stabilen Eindruck macht das Ganze auf jeden Fall. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Na, wir haben noch 7 Minuten. Da geht noch was. Oh, okay, das packe ich nicht. Die wollen jetzt von uns, dass wir das Differential. Wieso wollen sie denn von uns jetzt das Differential haben? Wir haben noch so viel offen hier. Ja, Leute, ich muss das Video nachhängen. Also ich werde hier jetzt noch ein Video ranhängen, weil ich kann so die Sachen hier nicht lassen. Gut, dann sage ich erstmal danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Tag. Ich bin's, euer Laser. Tschüss.